Hallo, liebe Freunde, wir sind wieder da und wir konzentrieren uns auf Johannes Markus. So, nun wir haben drei Jahre von dem, wo Paulus und Barnabas predigten und fuhrten nach Jerusalem und vertalten dort durch, darten wir auf die Menschen taufen. Na ja, dann jaftet in der gerettet haben drei, dafür will ich mich nicht Zeit nehmen und der entschlüsselt sich dann dort in Jerusalem. Dort hat man recht, ich has dort Paulus und Barnabas, die getauft haben. Und wichtig ist heute, dort Johannes Markus heute all von Tidich und schriebe. Und wer ist sein Lehrer? Petrus. So, wel wird mal verstanden. Barnabas hat Petrus geholfen. Petrus ist von Jesus und von Barnabas. Das sind beide so seine Lehrer. Barnabas ist hängen mit Apostel Paulus hängen weis auf Missionsreise. Johannes Markus ist über die Schüler von Petrus. So ist es. Und dann, was angeschrieben wird, die heißt Luther mal Schrift Paulus mir, bringt mir mal die Schrift von Johannes Markus. Okay. Dort ist dort, wo Johannes Markus geschrieben hat, wann Petrus gepredigt hat. Wann Petrus von dem Wort Gottes verkündigt hat. So, das Markus in Evangelium, dort können wir auch das Petrus Evangelium nennen. Aber das ist okay, dort wie du Markus Evangelium sei. Dort ist auch nicht gelaufen, aber reinig. So, was passiert nun auf der Missionsreise? Ich will nun mal vorher euer Johannes Markus drei vortart haben. Was passiert? Wer wird wörtlich des Johannes Markus? Der wird die zwei von Uhr. Der hat das begriffen. Wort Christus wir. Und das Wort, das Wort hyperetes, bedeutet das im Griechischen. Ihr Zeit, der hat Christus gone seine und Lehre gehört. So, wenn wir das nu, wann Paulus und Barnabas rede deute. Okay, Barnabas wie eine sehr respektierte Person und Paulus nicht so sehr. So, Barnabas möchte das ganze Reihe, dass sie überhaupt reden können, dass sie da anerkannt worden und dass sie da reden können. So, dann verteilt Paulus sein Zeichnis. Aber alle Leute, was das überzeugt wurde, wird kriegen. Und dann kam Johannes Markus. So, die erste ganze Zeit, was hey, Paulus und Barnabas trichlad, als Johannes Markus, die wer dem Menschen aller vertellt, was Christus auf dieser Welt zu tun hat. Du weinst, konnte auch das Markus Evangelium mit Petrus in der Help, nur da hat ich ja Schrift dort ist, was Christus soll gestorben ist, so fein abschreiben. So Johannes Markus ist das erste Deuper Zeh von dort, wo Christus gelebt hat. So, nun werden wir mal zurückkommen. Nur dort wird uns hier in diesem ganzen Podcast interessiert. Was ist dort? Dün ich sind gerübt vom Herrn, mal selbst Entscheidungen zu treffen. Und nicht bloß zu gehorchen. Mal selbst Christ wurde. Nicht bloß gehorchen. Was meine ich mit gehorchen? Deine, was andere sich ausgedacht haben, wer in Christus seine Haft. Gemeindeleiter mit Taufe, Ältester mit Taufe, bloß der Prediger sterbe, das Wort Gottes in der Rechte, und bloß der Diakone und so darfe, das Abendmahl verdäule. Das alles nicht in der Bibel. Bloß der Prediger sterbe, Menschen befreien, ist alles nicht in der Bibel. Und ich habe jetzt all zwei Beispiele, abgeführt. Das sind Paulus und
Markus, de deine bed anders als bei uns die Gemeinde, die da grundsätzlich alle. Johannes Markus, deit nicht Paulus und Barnabas Jehorchen. Das sind sie ne ganz dichtstohnendste Menschen in der Zeit. So, wen sie dort schüller und schüller mit den Schaufen. Und man nicht weiter, dass Petrus in Lira ist. Du weißt, was ihm das Säuer am Hut gelegen hat. Aber er weiß auch, dass Petrus der Hauptfigur, Hauptperson von der anderen Seite vom Konflikt ist. So, Petrus wird da geworden, das weiß er. Und Johannes Markus ist ein ganz junger Mensch. So, was hat er? Der hält den Kopf, wo er wohnt. Auch wenn an einer Seite sein Onkel und Paulus sich mit Petrus in der ganzen Gemeinde in Jerusalem zu heulen haben, Johannes Markus hockt ein Bett in dieser Zeit, dass das kann friedlich gehen. Und Gott sei Dank, Jesus Christus, dass ihr viert habt, als er zu Gala zusammengekommen, dass die erste Gemeinde sich nicht von Anfang an geduld habt. Das wieder von der Zeit, er waren alle weh däune. Wenn wir ein Problem haben, dann wird getrennt. Ja, so. Und das selbst mal anfangen zu überleihen, das bringt eine sehr große Sache. Das ist zum Beispiel wie hier in Paraguay, wir haben große Missionen, wir haben, wo ich zum Beispiel der Schellrute war, wir haben eine große Mission, das ist der heute Asim. Die dort zum Beispiel aus Eichhöllroth, wir hat, wie glaube ich, 6000 Schüler, und ich habe 240 oder 260 Lirisch, was in meine Verantwortung stand. So eine große Mission habe ich. So eine große Mission aus dort. Was wird dort passieren, wenn wir nun diese große Kirche alle am Nöhl hängen? Die können alle ewig gedrückt werden, dass keine Fundation ist worden. Ich habe in Mexiko eine Menschen kennengelernt, denn der hat zwei, drei, vielleicht sind sie Feuer, aber ich war nicht reich, sie sind einmal zwei Menschen, wo sich überzeugt sind, dass sie das Wut Gottes verbreiten wollen, und der haben sich, war nicht reich, sie in die Fundation gemacht, die in der Fundraising, dass sie die Geld abholen, und die in auch eine sehr große Arbeit tun. Bloß eine wunderbare Arbeit. Und einer von den Männern, der fragt mit einer Höhe, wann, heise, was ist das in Paraguay auch? Und ich stottert so ein Beten sein, nee, das habe ich nicht. Wenn's bei uns waren zwei Gemeindeglieder hier in Paraguay, das wurde Welle, dann wurde das Stockere mit dem Gemeinderat. Dort wurde wie über die Gemeinde genommen. Wir wurden dort nicht allein deine darum. So, das ist eine gute Sache, dass Paraguay schlecht ist. In Mexiko geht oder was immer. Mir geht das darum, weil wir mal anfangen, nur zu denken. Und was wird wieder nicht tun? Wann nu mal hier in Paraguay, diese Gemeinde, große Gemeinde, sich alle würden in kleine Hüschen abteilen, dann wird seine Mission aus der eine Fundation geworden. Und diese Fundation, ich glaube, der erste Weiligkeit von der, das weiß ich noch nicht mehr, aber es kann sein, die wird dann eben ihre Trauer haben. Wäre Trauer. Das ist alle richtig. Das geht alle zu tun. Als sie gut fährt, wie ab ihre Mission zu treiben. Aber mir liegt eins, sei er da beim Hort. Und ich weiß eins, das hat nicht die Pandemie ganz besonders noch gewesen. Ich glaube, dass bald die Mehrheit von unseren Gemeindeglieder und unsere Gemeinde, die kämpft mutig heute, wenn sie der anderen nicht schlecht über ihren Reden sollen. Wenn sie in eigen Predigt gewesen haben in unserer Kultur, dass ich die Kirche können mache. Aber wörtlich hier gefällt wurde und abgebüht wurde in die Kirche, dort würde vielleicht ein paar sein, was gründlich viel vom Prediger oder vom Gemeindeleiter hören. Oder was vielleicht selbst Diakone sind oder so. Und selbst der Brücke, dort die Menschen, sei von hunderten Menschen bewundert wurde, wo sei ja fromm und christlich sie sind. Aber das große System, das wieder abgebüht hat, über die Jahre, dort versteht uns unsere persönliche Identität, wer ich in Christus sie. Und wir brauchen nicht dafür Glückstunde, was Johannes Markus muss. Was Paulus teut, was Petrus teut. Johannes Markus wird dann nur her
een letter in noorden van Afrika. Ja, wat van deel Marokko en zo is. Wie zijn ons Eva Marie Frasch? Die waarheid. Wat u duip, wat ik duip en mij, als de waarheid zou, die zal ik onder mensen vertellen. En niet die wat ik geloof dat de andere mensen zich verstellen dat ik zeggen zal. Wel we voor onszelf denken, ik voor mij en du voor die, dürfen we zelf denken, ik wel zelf denken. En dan wordt Christus in iemand was ik kennen.